Willkommen zurück, Folge 2 von Anno 2205. Ich spiele direkt hier weiter mit meiner, ja, mit meiner kleinen Stadt aus der ersten Folge. Ich muss jetzt hier noch mehr Arbeiter ranzüchten. So, immer schön die Straße ziehen, darf man nicht vergessen. Voila. Ich halte das auch immer extra ein bisschen klein. Baue nicht gleich zu viel, zu stark. Weil ich benötige dann allerhand Ressourcen. Wir sehen hier oben 200 Einwohner brauche ich oder Arbeiter. Und jetzt steigt es gerade. Ich weiß gar nicht, wie viel Arbeit habe ich denn pro Gebäude. Steht hier jetzt gar nicht, ne? Ne. Das steht da jetzt leider nicht. 198. 199. 200. Alles klar. Jetzt kann ich hier dieses Infodrom-Gebäude bauen. Platziere ist nahe der ja, der Gebäude der Arbeiter. Ich weiß jetzt nicht, gibt es hier so eine Art Einflussbereich? Auf jeden Fall leuchten die Straßen, wenn ich das hier anbauen möchte. Ich denke mal, das ist gut. Deswegen werde ich das da einfach mal platzieren. So. Ah, hier sieht man, die sind verbunden. Die auch. Also alles in Reichweite. Man sieht es hier an den Straßen. Ähnlich wie bei SimCity, City Skylines, sieht man hier, dass das dann wohl, hier wird es schon schwächer, dass es verbunden ist. Hier arbeitet alles bei 100%, alles klar. Habe ich irgendwie mal eine Übersicht? Das, was produziert wird, wird das irgendwo gelagert? Ah, hier, Wasser. 5 produziert, 2 konsumiert. In Storage 19 jetzt. Ach, hier wird mir dann immer... Okay, hier 3 wird mir jetzt angezeigt, weil ich halt 3 quasi Gewinn mache. Aber 20 hätte ich auf Vorrat. Okay, das steigt also langsam. Da 40. Ah, hier kann man sehen. Diese Blumenfarm produziert 20. Oder eine produziert dann 10. Und diese Fabrik nimmt auch 10 ab. Also 1 zu 1. Das ist gut. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie 2 hier von den Blumenfarmen bauen. Damit ein Gebäude voll ausgelastet ist. Kann man das irgendwie hier... Kann man gar nicht sehen, ne? Ah, doch hier. Optimaler Input 10. Und hier können wir irgendwo sehen, wie viel produziert wird. Hier sehen wir nur den Verbrauch, Arbeiter, Strom... Weil dann braucht man hier unten sich das nicht ausrechnen. Alles klar, wie viel kann ich denn sammeln, bis das hier quasi voll ist? Oder geht das ins Unendliche hoch? Naja, warten wir mal ab. So, was habe ich gebaut? Das kann man wohl noch updaten. Ich weiß nicht, ob es nur jetzt... in diesem Moment gerade nicht geht, erst später. Weil ich hatte schon gesehen, dass man hier irgendwie noch links und rechts daneben weiter solche Destillationsanlagen bauen kann. Gut, was brauchen wir noch? Promote the employers living in the DC. Okay. Jetzt kann man hier die Gebäude updaten. Entweder einzeln.
oder auch in so einem Feld, wenn man gedrückt hält. Aha, man kann also nicht fleißig einfach. Das kostet auch Ressourcen. Das ist wohl meine Hauptressource hier. Biopolymer. Alles klar. Ah, was kann ich jetzt machen? Basic Needs, fully satisfied. Ah, okay, wenn ich jetzt hier raufklicke, sehe ich die Bedürfnisse der ersten Stufe. Und dort sehe ich jetzt die Bedürfnisse der zweiten Stufe, die ich benötige, damit die dann wohl in die dritte Stufe aufsteigen. Okay. Da kann man nicht mehr viel mitmachen. So, erreichen Sie eine Popularität. Eine Population of 1000. Das sind hier so allgemeine Tipps. Bauen Windpark, bla bla. Wo haben wir denn Strom da unten? Da habe ich noch 15 übrig. Heißt so viel, noch einen Windpark bauen. Ah, die überschneiden sich. Ich kann die also nicht nebeneinander bauen. Ihr seht das, dieses rote Feld. Ich muss das also etwas weiter entfernt bauen. Da muss ich, das halte ich mal frei hier für Reisfarm. So, kommst du dahin? So, da haben wir jetzt gesehen, jetzt habe ich wieder 65 Strom, also ein Gebäude hier produziert wohl 50. Kann ich das irgendwo sehen, wie viel du produzierst? Sehe ich das vielleicht hier unten? Da. Production per Minute 50 Energie. So, was brauche ich? Produce Construct Obot. Transportation Center. Muss ich sowas nicht auch bauen? Habe ich noch gar nicht gemacht. Aha, das ist wohl die erweiterte Version hier. Hier habe ich 5. Da habe ich bis zu 20. Da brauche ich aber Construct Obot. Transportation Center. Erhöht die Produktivität. Muss ich das jetzt bauen, ist die große Frage. Baue ich das jetzt hier einfach mal hin? Ja, mache ich. Ah, okay, hat sich jetzt die Wasserproduktion erhöht. Weil ich das Gebäude hier gebaut habe. Vielleicht wisst ihr es ja. Logistik Supply plus 25. Da müsste ich hier quasi jetzt ja eine höhere Produktion haben. Alles klar, jetzt habe ich hier noch weitere Gebäudetypen. Eieiei. Wenn man das jetzt so wie ich hier das erste Mal spielt, da prescht das alles auf einen ein. Also unten die Leiste bleibt, nur oben wechselt die sich ab. Also sind das hier so die Grundbedürfnisse. Hier oben kann man dann
Umschalten. Ich weiß gar nicht. Update ich das alles jetzt erstmal? Ich glaube, das mache ich. So. Die waren eigentlich auch updatefähig. Warum ist das jetzt weg? Missing buildings of this type. Promotional requirement. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wieso die jetzt nicht mehr updatebar sind. Oben rechts. Vitamindrinks werden benötigt. Brauche ich vielleicht noch so ein Infodrom? Ja, eigentlich habe ich eins. Okay, was haben wir hier? Feldspar Quarry. Kobaltmine. Ah, hier. Production per Minute. Construct Obot. Oh, das ist aber ein langes Gebäude. So, das brauche ich einmal. Okay, hier brauche ich jetzt Kobalt und Nano-Keramics. Damit er hier die wohl diese Roboter baut. So, Kobaltmine. Sieht mir doch stark danach aus, genau. Ah, sehr schön zu sehen, wie das hier platziert wird. Nur Traffic Connection. Kein Problem. Der braucht natürlich wieder Arbeiter. Also ist so, so ein kleiner Teufelskreis hier. Strom. Oh, wir sind mächtig im Strom minus, auch mächtig insgesamt im Minus. Eieieiei. Jetzt muss ich aber hier was tun. Wo mache ich denn auf Pause? Ich glaube auf P. Jawohl. Strom, Strom, Strom. Das muss man sich gut einteilen hier mit dem Strom. Weil sich das sonst hier in die Wege kommt. Auf Punkt könnt ihr ein Gebäude drehen für die, die es noch nicht wussten. Ich muss auch immer wieder hier neue Gebäude bauen, damit ich die Kohle kriege. Ich möchte das ja auch so produktivitätsoptimierter bauen, als hier manch andere das tun würden. Mal sehen, setze ich den hier rein. Gar nicht so einfach. Den setze ich da einfach mal an den Rand. Passt schon. Oh, das war knapp hier mit dem Wassersammler oder wie nennt man das? Destillationsplantage. So, ich baue mal noch mehr Gebäude. Da steigt dann auch zwar der Konsum, aber letztendlich macht man mehr Kohle. So, jetzt nur noch minus 23, minus 12. So, das geht jetzt hoch.
Wie sieht es mit dem Strom aus? Ich brauche immer noch... Kann ich das Gebäude nicht ausbauen? Naja. Aber man kann doch noch weitere Module anbauen, war das nicht so? Das kommt später dann wahrscheinlich, ne? Also ich habe hier schon 3 Windparks. Effizienz nur 64%, weil die sich halt hier überschneiden. So, angeschlossen. Strom ist erstmal im Plus, wunderbar. Ich weiß auch nicht, soll ich die Gebäude jetzt alle upgraden oder soll ich das erstmal so lassen? So, die Kobaltmine sieht toll aus. Jetzt benötige ich aber noch das andere hier, diese Nanokeramik. Wo kann ich die denn platzieren? Ah, da oben. Oder dort. Also einfach so ein Feld, so ein Bergbaugebiet, was hier quasi schon so vorgegeben ist. So, da macht sich der kleine Wagen auf den Weg. Ich weiß nicht, ob ich das verkürzen könnte, wenn ich hier so ein Gebäude baue. Okay, dass er jetzt nicht mehr umdreht, war klar. Das kostet mich 50 Strom, das Gebäude. Das ist aber viel. Da steht, erhöht die Produktivität, ja, inwiefern? Muss ich es daneben bauen? Ist eine Erhöhung der Produktivität, ist damit einfach gemeint, dass wenn dieses Gebäude in der Nähe ist, die LKWs hier nicht mehr so weit fahren müssen und dadurch wird ja die Produktivität erhöht? Vielleicht wisst ihr es, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, was dieses Gebäude genau für eine Aufgabe hat. Jetzt bin ich mit dem Strom wieder im Minus, also da muss ich doch mal langsam hier irgendwie ausbauen können. Ah, hier wahrscheinlich mit diesen Turbinen. Da brauche ich aber 500 Operators. Ah, okay, dann kann ich mit dem Gebäude, das kann ich daneben setzen. Alles klar. So unwissend, wie ich gerade bin, neu bei Anno, update ich das einfach mal. Schön vorsichtig. Wann wird das denn freigeschaltet hier? Okay, gleich. Weil ich brauche erstmal mehr Strom. Yes. So, wie sieht das jetzt hiermit aus? Ach, das ist doch nicht das Upgrade hier für den Strompark. Benötigt Küste. Produziert 300 Strom. Also wenn ich den jetzt hier hinbaue... Alles klar, wie der Strom produziert, frage ich mich jetzt. Aber gut. So, Straßenanbindung, na klar. Schön eng hier an der Küste entlang gebaut.
So. Strom ist da. Wunderbar. Das kann ich irgendwie auch nicht upgraden. Aber 500 Strom, das ist schon mal was ganz anderes hier wie die 50 Strom. Dann könnte ich die schon fast wieder abreißen hier. Kann ich noch was upgraden? Erstmal nicht. Ich bin dick im Minus, also ich werde hier richtig gedrängt, mehr Wohngebäude zu bauen. Dann baue ich doch einfach mal mehr. So. Also das sollte jetzt richtig Kohle geben. So, da sehen wir auch schon das Zeichen vom Infocenter. Das hier vorne steht. Da sehen wir auch diese, ja, diese Reichweite, die hier in den Straßen angegeben wird. Heißt, ich brauche nochmal so ein Infocenter. Hier oben. Das platziere ich da mal. So, jetzt kann ich hier weiter upgraden. Level 4 schon. Flottengröße. Ich glaube, ich baue einfach noch mal ein paar Arbeitergebäude. Oh, ich habe schon 46 von diesen Obots. Oh, jetzt weiß ich nicht, soll ich hier mal das Gebäude bauen? Da bekommt man natürlich mehr Arbeiter pro Haus. Es nimmt ungefähr 4 kleine ein. Beim kleinen habe ich 5, hier habe ich 20. Ja, das hebt sich ja gegenseitig auf. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Oder habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Eigentlich ist das nur eine gemütlichere Art zu bauen auf große Fläche. So. Im Plus bin ich schon mal, das ist gut. Vielleicht baue ich hier nochmal so eine Farm. Sunflower Farm. Ah, so eine Reisfarm habe ich da. Alles klar. Ja, man muss erstmal mit den Gebäudetypen hier. Die muss man sich erstmal merken, was denn was ist. Gar nicht so einfach. So, da eins. Hier passt leider keins mehr hin. Aber da würde noch eins passen. So, da mal ran. Da eins ran. Wird immer 1:1 hier platziert. So, das habe ich. Dadurch kommen die Roboter. Ich finde, es ist auch gerade wichtig, wenn man das erste Mal spielt, dass man sich merkt, was baue ich denn wofür, damit man ja den ganzen Produktionsfluss versteht.
Dann im weiteren Spielverlauf fällt einem das dann auch leichter von der Hand, hier zu bauen. Jetzt bin ich natürlich ganz am Anfang, alles neu. Ich weiß nicht, was muss ich bauen, wofür. Aber mit der Zeit wird das dann auch schneller. Und ich würde sagen, ich mache hier jetzt einfach mal mit dieser Folge Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich hier so verbessern kann. Mich würde brennend interessieren, was dieses Transportation Center genau macht. Ich gehe mal davon aus, dass es ja wie früher der Marktplatz einfach ist. Obwohl der LKW kommt jetzt auch von da unten und hier ist so ein Gebäude. Also der hätte ja eigentlich nur bis hierhin fahren müssen. Oder ist das gar nicht der Truck hier von der Mine? Der fährt jetzt hier zum Strom. Holt der den Strom ab oder was? Okay. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Major Skippy.